Ich möchte Training Camps vor allem jetzt jeden März und jeden April organisieren in Ecuador. Ich werde versuchen, Spitzensportler in Ecuador einzuladen. Dieses Jahr war Pascal Egli bei uns zu Hause. Nächstes Jahr kommt vielleicht Oriol Cardona, vielleicht kommt auch Kilian, man muss mit ihm mal sprechen. Aber ich habe das Gefühl, viele haben Angst vor der Höhe. Und das ist wie ein Tabu für viele Sportler, auf 3000 Meter mal ein Trainingscamp zu machen. Und ich möchte das bekannter machen. Ich würde gerne, dass die Leute nach Ecuador kommen, um in der Höhe zu trainieren. Wir haben Grünes und wir haben Berge mit toller Vegetation, ganz umliegend bei der Nähe. Und es ist ein sehr schönes Land zum Trainieren, auf jeden Fall.